meinen Arm jetzt im Alltag wieder zu spüren, ist doch ein angenehmeres Gefühl als vorher. Ich habe nicht gedacht, dass es mal so wieder geht, funktioniert. Mein Name ist Paco Oberwallenay. Ich bin seit 20 Jahren Ergotherapeut und bin jetzt nach 16 Jahren hier in Erfurt mit dem 5. Standort unterwegs. Im Mittelpunkt steht ja bei uns immer der Mensch, der Patient und das Maximum an Möglichkeiten für ihn rausholen. Das hat mich in der neurologischen Rehabilitation sehr gereizt, weil man, wenn man gut ist, eben auch Erfolge verzeichnet, die der Patient auch merkt. Und kompetentes Arbeiten macht einfach Spaß. Ich hatte immer den Anspruch, möglichst innovativ zu arbeiten. Und ich habe völlig wertneutral von Anfang an immer alle Möglichkeiten für mich gescannt und mich selbst überprüft, was liegt mir, wie kann ich dann am Patienten agieren und was bringt mich nach vorne. Hab dann den Ameo kennengelernt, hab mich selber dran gesetzt und ich war sofort überzeugt. Ohne ihn ist es gar nicht mehr vorstellbar. Ich könnte kein Zentrum mehr aufmachen, wo ich nicht sage, da muss ich die robotgestützte Therapie mit reinnehmen. Vor der Therapie hatte ich eigentlich immer nur so das Gefühl, als wenn der Arm nur dranhängt, ohne den richtig bewegen zu können. Jetzt ist es etwas angenehmer geworden. Bei der Hausarbeit ist mir doch aufgefallen, dass es wesentlich besser geworden ist. Man ist selbstständiger geworden. Jeder von uns verbindet Stehen und Gehen mit Selbstständigkeit. Und das ist das größte Ziel der Rehabilitation, gerade im Bereich der Neurologie. Um Hilfestellungen zu reduzieren, brauche ich mehr Selbstständigkeit. Und das Gehen und Stehen, zum Beispiel das Verlassen des Rollstuhls, alleine Wege zu meistern, ohne Hilfsmittel, sind ein enormes Freiheitsgefühl. Der Lokomat Nanos wirkt erstmal sehr komplex in seiner Handhabung, aber umso öfter man ihn einsetzt und wir sind mittlerweile so trainiert, dass wir das ganz schnell anbringen können an den Patienten, sodass wir ganz wenig Zeit brauchen, um die Vorbereitung zu treffen und dann schon direkt mit dem Training starten können. Viele Patienten, gerade auch chronische Patienten, die sehr lange betroffen sind, erleben sich neu. Also die Wahrnehmung ist ganz beeindruckend für viele Patienten, überhaupt zu stehen, zu gehen und auch im Gesamten sich neu zu erleben in einer Bewegung, die sie selbst initiieren. Das ist ein ganz spannendes Phänomen für viele Patienten. Seitdem ich den Unfall habe, informiere ich mich allgemein auf den neuesten Stand, was es für Möglichkeiten gibt oder was für Trainingsmethoden es gibt auf der ganzen Welt oder auch bei uns allgemein in Deutschland, weil mich das halt interessiert, weil ich vorankommen möchte. Es war ein tolles Gefühl, wieder stehen zu können, wieder mit den eigenen Beinen den Körper aufzufangen und das Laufen wieder, die Bewegungen, diese aufrechte Position zu haben. Und dann laufen zu können, das ist halt schon so wie früher, hat sich das ein bisschen angefühlt. Das war schon echt ein Erlebnis, sage ich mal. Man muss die Zusammenarbeit mit dem Therapeuten haben. Das schweißt einen zusammen und man ist ein Team zusammen. Man denkt sich vielleicht noch andere Übungen dafür zwischendurch mal aus zusammen, was man verbessern kann, wo man auch vielleicht Erfolge erreichen kann. Man steckt sich zusammen Ziele, die man erreichen möchte. Besonders gerade auch querschnittsgelähmten Patienten gibt es auf jeden Fall das Gefühl, wieder stehen zu können, auch laufen zu können. Vielleicht auch nicht ganz selbstständig, aber das kann man ja dann noch erreichen. Und ich denke, dass es auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut ist, mit dem Lokomaten zu arbeiten. Der Patient ist mein Kunde. Und das gilt für die ganze Medizin. Und einem Kunden muss ich immer versuchen, das Beste zu bieten. Und dazu gehört heute auch das evidenzbasierte Arbeiten, dass er wirklich das, was er bei uns lernt, versucht, in den Alltag rüberzubringen, dass er im Alltag besser wird. Es müssen einfach viel mehr Zentren gegründet werden, die die Geräte der Hokoma mit einsetzen, um bundesweit den Patienten auch die Hilfestellung zu geben, die sie verdient haben.